Bäume zerstören, Erinnerung auslöschen. Vor 2 Monaten beschädigten Unbekannte in Weimar 9 Gedenkbäume. Sie gehören zum Erinnerungsort 1000 Buchen. Der erinnert an die vielen tausend Opfer der Todesmärsche, die während der letzten Tage des Dritten Reichs umkamen. Einer der beschädigten Bäume wurde zum Andenken an die im Konzentrationslager ermordeten Kinder gepflanzt. Ja, es sind verbrecherische Taten, weil sie die Opfer ein zweites Mal versuchen, zu Opfern zu machen. Das sind ja Bäume, die im Gedenken für Personen und für die Opfer von nationalsozialistischem Terror gepflanzt werden. Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow kamen Anfang September nach Weimar, um neue Gedenkbäume zu pflanzen. Damit wollen sie ein Zeichen setzen gegen die, welche die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus zerstören wollen. Es müsse eine größere Aufmerksamkeit geben, wenn der Holocaust relativiert werde, so Ramelow. Wenn man schweigend zur Kenntnis nimmt, dass Auschwitz eine Normalität sei oder dass da gar nichts passiert sei oder dass die Zahlen alle falsch oder gelogen sei oder dass das alles nur Geschichten sind, um uns zu verwirren. Wenn solche Abhandlungen stattfinden, dann wäre es gut, wenn auch jemand, der dabei ist, einfach sagt, nein, ich teile deine Meinung nicht. Für Jens-Christian Wagner, den Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, sind rechtsradikale Provokationen und Hassverbrechen nichts Neues. Fast jede Woche werden er und seine Mitarbeiter damit konfrontiert. Dass in Führungen provoziert wird, dass revisionistische Positionen geteilt werden in Führungen, das passiert eigentlich wöchentlich. Mal ist das unbedarft, mal ist das ganz dezidiert rechtsextrem, was wir auch immer mal wieder erleben, dass Personen sich gegenseitig fotografieren, wie sie den Hitlergruß zeigen im Krematorium zum Beispiel. Das ist wie so eine Art Trophäenjagd, die stattfindet. Es ist aber auch eine gewisse Lust offensichtlich an der Provokation. Seit Jahren werden Orte, die an die Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten erinnern, zu Zielen von rechtsextremen Angriffen. 1996 erschienen die Neonazis vom nationalsozialistischen Untergrund in SA-Uniformen in der Gedenkstätte Buchenwald. Hier nachinszeniert in einem Fernsehfilm. Vor 8 Jahren wurden Zäune und Eingangstore der KZ-Gedenkstätte Langenstein in Sachsen-Anhalt niedergewalzt. Vor 5 Jahren beschmierten Neonazis in Bremen einen Gedenkort, der an ermordete Zwangsarbeiter erinnert, mit der Aufschrift »Stoppt den Schuldkult«. Vor 3 Jahren posierten Rechtsradikale in der KZ-Gedenkstätte im niedersächsischen Moringen mit T-Shirts, auf denen stand »Zensiert, fuck you Israel«. Die Fotos stellten sie auf Facebook. Gedenkstättenleiter Wagner sieht vor allem 2 Gründe für diese Angriffe. Und wer kein liberales Land haben möchte, wer auf Abschottung setzt, wer auf Nationalismus setzt, der muss die Axt anlegen an das, was von rechter Seite als Schuldkult bezeichnet wird, also unsere Erinnerungskultur. Das ist der eine Grund. Und der andere, natürlich steht der Verweis auf die NS-Verbrechen dem Wunsch von Rechtsextremen, von Nationalisten, nationale Größe zu propagieren im Weg. Und wer nationale Größe, wer Deutschland als Meisterwerk kennzeichnen möchte, der muss die Erinnerung an den Holocaust, der muss die Erinnerung an den NS-Verbrechen auslöschen. Zu den Provokationen in der Gedenkstätte kommen die aus dem Internet. Für die strafrechtlich Relevanten hat Jens-Christian Wagner einen eigenen Ordner angelegt. Das war auch sehr schön hier von der AfD in AfD Weimar. Die schrieb, würdiges Gedenken braucht würdiges Personal und keine kleinkriminellen Straftäter, die sich durch Sachbeschädigung und den Diebstahl unserer Wahlplakate als Demokratiefeinde entlarven. Das war, als wir die illegal aufgehängten Plakate entfernt hatten. Und die AfD beschimpft mich dann als keinen kleinkriminellen Straftäter. Das mussten sie dann aber löschen. Also wir sind da gerichtlich dagegen vorgegangen. Es lebe die AfD, ihr Volksverräter. Und so weiter und so fort.
Wir recherchieren, wie im Internet der Holocaust relativiert und geleugnet wird. Und stoßen dabei auf einen Film über das Konzentrationslager Buchenwald, der seit einigen Jahren immer wieder auf rechtsextremen Seiten kursiert. Die Verbrechen der Nationalsozialisten werden auf eine geradezu groteske Weise bestritten. Warum erfindet man Gaskammern, wo keine waren? Warum karrt man zusätzliche Leichen heran? Warum werden Gräuelmärchen in die Welt gesetzt, wie zum Beispiel Judensalbe und Schrumpfköpfe? Wir zeigen Jens Christian Wagner den Film. Er sieht ihn zum ersten Mal. Meines Erachtens ist dieser Film mit strafbaren Inhalten behaftet. Es wird der Mord an den europäischen Jüdinnen und Juden kleingeredet, in Teilen sogar geleugnet. Es werden die Verbrechen in Buchenwald geleugnet. Alles, was strafbar sei, werde angezeigt, so Wagner. Insgesamt habe man in den letzten 2 Jahren wegen mutmaßlich politisch motivierter Delikte etwa 50 Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft gestellt. Der überwiegende Teil wurde wieder eingestellt. Lediglich in 10 Fällen gab es Strafbefehle mit Bußgeldzahlungen. Ich habe schon x Anzeigen gestellt wegen Volksverhetzung. Die wenigsten führten dann tatsächlich zu einem Strafverfahren. Meistens wurden Ermittlungsverfahren nach einer gewissen Zeit eingestellt, mangels öffentlichem Interesse, weil der Täter angeblich nicht ermittelt werden konnte oder weil die entsprechende Staatsanwaltschaft der Meinung sei, das sei kein strafbarer Inhalt. Ein Unding, so Ministerpräsident Bodo Ramelow. Holocaustleugnung und Volksverhetzung sollten einer strengeren und vor allem schnelleren Strafverfolgung unterliegen. Die zuständigen Stellen, Polizei, Staatsanwaltschaft, da würde ich mir manchmal wünschen, dass das, was schon ermittelt worden ist, am Ende auch zu einer zügigeren Ahndung führt. Im Falle der umgeknickten Bäume werde noch ermittelt, teilt die Staatsanwaltschaft Erfurt mit. Wir sind in Weimar. Auch hier kommt es immer wieder zu rechtsradikalen Vorfällen. Hat die Klassikerstadt ein Neonazi-Problem? Stolpersteine werden übermalt. Eine Buchhandlung, die feministische und queere Literatur im Schaufenster aufgestellt hatte, wurde mit dem Schriftzug jüdische Schundliteratur beschmiert. Seit 1,5 Jahren wurde immer wieder das linksalternative Café Spunk angegriffen. Es gab dort eine Attacke auf die Besucher, so Franz Lademann vom Netzwerk Antirassismus Weimar. Die beiden Betreiberinnen haben aufgegeben, sie werden das Café schließen. Schuld daran sei auch die Untätigkeit der Behörden, so Lademann. Es gab eben eine hohe Konzentration an Vorfällen, aber keine Konzentration der Stadtspitze auf die Problematik. Oder auch eine Polizei, die im Grunde dann vermehrt mit Polizei an Wochenenden hier auftreten könnte. Das Sicherheitsgefühl fehlt und das Verständnis fehlt. Das Verständnis der Stadtverwaltung fehlt da, Stadtspitze. Peter Kleine ist der Oberbürgermeister von Weimar. Den Vorwurf, man sei untätig, erhebt auch ein Netzwerk zivilgesellschaftlich organisierter Initiativen in einem offenen Brief. Kleine weist das von sich. Das hat mich im Grunde zunächst mal verwundert, weil in der Stadt selber, in der Stadt Weimar, gibt es enorm viele Aktivitäten, ich sage mal vor allen Dingen auch zivilgesellschaftliche Aktivitäten, die auch von der Stadt Weimar, von der Stadtspitze immer unterstützt worden sind. Ob das jetzt, ich sag mal, das Deutsche Nationaltheater, das Kunstfest, der Jüdisch Summer oder auch das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus oder auch Lernort e.V., die sich um die Stolpersteine kümmern. Aber werden damit auch die erreicht, die für rechtes Gedankengut offen sind? Die vielleicht eines Tages selbst zu Tätern werden können? Es seien Jugendliche gewesen, die das Café Spunk angegriffen hätten, so Franz Lademann. Per Wiechmann vom Weimarer Verein Distanz arbeitet mit Heranwachsenden, bei denen die Gefahr besteht, dass sie in die rechte Szene abrutschen. In Gesprächen, Trainings und Workshops würde man sie dazu bringen, ihre Positionen zu hinterfragen. Der Verein arbeitet überall in Thüringen mit Jugendämtern, Schulen und der Polizei zusammen, nur in Weimar nicht. Ich bin da relativ entmutigt. Die Zeichen müssten eigentlich auch mal so stehen, dass wir sozusagen jetzt mal angefragt werden und gesagt wird, okay,
Wir würden jetzt diese Expertise, diese Maßnahmen gerne haben. Aber der richtige Schritt, konsequent gegen das Thema Rechtsextremismus in Weimar, gegen diese Jugendgruppen tatsächlich konstruktiv vorzugehen, wird nicht angenommen. Und ich bin da leider auch nicht zuversichtlich, dass sich das verändern wird. Vielleicht will man in Weimar nicht so genau hingucken, vermutet Per Wiechmann. Denn die Stadt ist das Ziel vieler Touristen, welche den Ort Goethes, Schillers und des Bauhauses besuchen. Das offene Eingeständnis, dass es hier ein Neonazi-Problem gibt, würde viele verschrecken. Durch das Verschweigen dieser Tatsache werden allerdings die brüskiert, die zum Opfer rechtsradikaler Attacken geworden sind.